Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Erzähl mir mehr über Meister Harad. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Was kann ich bei dir bekommen? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. 2 Stück für 10. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Geil, jeden Tag ein Schwert. Oder so. Keine Ahnung, wie lange man dafür braucht. Bestimmt einen Tag oder so. Oder vielleicht machst du auch 2 an einem Tag. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob wir bei dem Arbeit suchen wollen. Tauben. Weges. Oh. Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Aber das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Glaubst du wirklich daran? Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord André. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Das hat er wirklich nicht verdient. Was kannst du mir noch über Lord André erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord André gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. Waren es nicht 100 Goldstücke oder sind es 50, damit man tatsächlich alle Strafen los wird bei denen? Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bosper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt. Aber der Dieb war zu schnell. Komm, wir reden doch mit dem. Was kann ich für dich tun? Allen direkt. Was verkaufst du? Ich kann dir alles anbieten, was du brauchst, um in der Wildnis zu überleben. Waffen, Fackeln, Proviant und sogar Rüstungen. Ich habe da noch ein ganz besonderes Stück auf Lager. Eine doppelt gehärtete Rüstung aus Snapperleder, noch ungetragen. Interessiert? Vielleicht später. Was weißt du über Paladine? Seit die Kerle in der Stadt sind, habe ich nichts als Ärger. Als ich letztens ins obere Viertel wollte, halten mich doch glatt die Wachen auf und fragen mich, was ich da zu suchen habe. Und? Natürlich haben sie mich reingelassen. Ich habe meinen Laden schon in der Stadt gehabt, da haben die meisten von diesen Wichtigtuern noch mit Holzschwertern Schweine gejagt. Und gestern kommen die Mistkerle zu mir und beschlagnahmen die Hälfte meiner Ware. Das ist bestimmt richtig unentspannt. Okay. Die Paladine haben deine Ware beschlagnahmt? Alles, was ich bei mir im Hinterhof gelagert hatte. Sie haben einfach eine Wache vorm Hofeingang platziert. Wenn ich Glück habe, nehmen sie nicht alles mit. Zumindest die Rüstungen werden sie wohl dalassen. Kannst du mir helfen, ins obere Viertel zu kommen? Was? Was willst du denn da? Ich habe eine wichtige Nachricht. So, so. Hast du schon versucht, an den Wachen vorbeizukommen? Ich glaube, den Versuch kann ich mir sparen. Da hast du vermutlich recht. Ich weiß ja nicht, wie wichtig deine Nachricht ist. Und es geht mich auch wohl nichts an.
Aber selbst wenn du ihnen erzählen wolltest, dass im Hafen gerade ein Schiff voller Orks anlegt, würden sie dich wegschicken, weil sie ihre Befehle haben. Also kannst du mir jetzt helfen, ins obere Viertel zu kommen? Scheint dir ja echt wichtig zu sein. Die Frage ist, wie wichtig ist es dir? Wie meinst du das? Ich kann dir schon helfen. Immerhin bin ich einer der einflussreichsten Leute hier. Aber das hat seinen Preis. Boah. Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Du Halsabschneider. Du Halsabschneider. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Richtig dumm, nochmal nachfragen. Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Ja, das können wir vielleicht später noch abusen. Hier könnte ich als Lehrling anfangen. Ja, fragen trotzdem. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, ja, okay, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Warum auch immer das Brauch ist, ne? Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Was für eine Antwort. Also, klar, wer hat uns ja schon den Weg gesagt? Lederrüstung kaufen. Nee, eigentlich nicht. Die ist schon okay tatsächlich, aber wir brauchen das Geld. Ja gut, wir sprechen jetzt auch mit dem Tischler, oder wie heißt der? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist schon ein Tischler. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Ich komme wegen Gritta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke.
Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Krita müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Bosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinis? Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Na egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts, diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Also entweder ist der, ne, genauso rausgekommen wie wir rein in die Stadt. Einfach unfassbar weit geschwommen. Oder es war anders. Was wahrscheinlich ist. Ich weiß nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ich weiß nicht, zeig mir deine Ware. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ledergürtel. Das Schöne ist halt, wenn man der Miliz beitritt. Was? Man darf was? Okay. Bin ich schon neu gestartet oder was? Aber schön ist, wenn man der Miliz beitritt, dann kriegt man eine Milizrüstung. Achso, warte, wo ist die? Ich wäre mir da nicht so sicher. Die hier im Haus? Nee. Ich wundere mich. Keine Ahnung, kurz speichern. Das war jetzt gerade komisch. Mal wieder bei 1. Das hat er wirklich nicht verdient. Da bin ich jetzt gerade nicht so nah ran. Wie denn? Hier. Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Gritta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Wie geht's? Wie immer. Aber ich will mich nicht beklagen. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe zu beschämen. Was soll ich denn machen? Geil. Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Die
Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Das ist so geil. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Gritta. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich, Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. ja, ich weiß auch, wo der Bogen ist. Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe. Okay, jetzt wiederholt sich's ja, aber... Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Also, um anderen Charakteren gegenüber fair zu bleiben, müssten wir so handeln. Könnten auch ihre Klamotten verkaufen. Nö. Her mit der Kohle, sonst verpasse ich dir eine. Du bist ein gemeiner Schläger. Los, nur zu, wenn du deine Waffe ziehst, rufe ich die Wachen. Was glotzt du denn so dämlich? Du traust dich ja doch nicht, mich anzugreifen. Boah, nee. Zwei Stunden neun Spielzeit, 22:04. Die jetzt 4 Minuten am Stück gelabert. Ach so. Hey. Nee. Ja, ist schon geredet, okay. Hallo. Was willst du, Fremder? Mein Name. Ich komme. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir viel. Hast du mal die Farbe? Ich sage dir. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Genau, und wenn wir das sagen, also das wäre halt nur fair. Aber wir sagen jetzt das hier. Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. So. Oh, danke. So, wir haben Torben, den da hinten, den Schmied, den Händler, dann kommt noch der Alchemist. Hallo. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Zeig mir deine Ware. Reine Lebensenergie zur Herstellung eines mächtigen Trunks zur Anwendung ist das Wissen des Elixier der 1500. Tiefkräftige Gestirne, Knochen des Goblinsflügel, Laborwasserflasche. Hier ist eine Säge und hier ein paar Hämmer.
Ja, wenn wir dem das direkt sagen, nee, gar keinen Bock. Oh, geil. Einmal geben wir uns das jetzt. Und Innos in seiner Weisheit tat es. Ja, jetzt erzähl. Auch wenn er es sonst auch tausendmal erzählen würde. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Belia zerstört. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Effekt der Zeitpunkt zum Pinkeln ist gleich. Kein Licht und keine Dunkelheit. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder, um ihren Streit zu schlichten. Und es gelang ihm nicht. Aber dort, wo Adanos stand, ward ein Ort, an dem Innos und Belia keine Macht hatten. Und an diesem Ort waren Ordnung und Chaos zugleich. Und so ward das Meer erschaffen. Und das Meer gab das Land frei. Und es entstanden alle Wesen, Bäume wie Tiere, Wölfe wie Schafe. Und zuletzt entstand der Mensch. Und Adanos gefiel, was entstanden war, und er erfreute sich an allen Wesen gleichermaßen. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land kam und das Tier erwählte. Und Belia sprach zu ihm. Und das Tier ward ihm untertan. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das es das Land zerstöre. Aber Innos sah, was geschehen war. Und auch er betrat das Land und er erwählte den Menschen. Und Innos sprach zu ihm. Batras? Was ist denn mit der Ansprache? Das ist disconnected gewesen. Daran liegt das safe. Müssten wir jetzt nicht irgendwie so ein Stat kriegen von Nervenzusammenbruch oder... Es ist mal ganz interessant eigentlich, das zu hören. Ja gut, wir müssen neu starten. Aber je länger man hier in dem Game drin ist, desto mehr denkt man sich so, boah, Batras, bitte. Ich hab's gehört. Und meistens beginnt's nämlich immer, wenn du an dem vorbeiläufst, mit und Innos. Und jedes Mal ist so, okay, es ist Batras-Time. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr sollt ihr mein Land betreten, denn es ist heilig. Und so soll es sein. Aber der Mensch und das Tier stehen auf dem Land Adanos. Der Zorn der Götter war mit ihnen. Und der Mensch erschlug das Tier. Und hey, du, warte mal. Du kommst mir bekannt vor. Das kann nicht sein. Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Ah, richtig. Adanos aber sah, dass nun Ordnung und Chaos hier, ungleich dieses Bild waren, haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir vor einigen Tagen aufgegriffen haben. Menschen, das sieht dir ziemlich ähnlich. Anscheinend haben die Kerle dich gesucht. Und Innos in seiner Weisheit tat es. Da wäre ich jetzt gar nicht von alleine drauf gekommen. Sehr witzig. Was wollten diese Kerle von dir?
Frag sie doch selbst. Aber Adanos, ihr habt sie doch sicher eingelocht, oder? Nein, die sind tot. Dann werden wir es wohl nie erfahren. Falls du in Schwierigkeiten stecken solltest, sprich mal mit Lord André. Vielleicht kann er dir helfen. Du findest ihn in der Kaserne. Und so gab er Innos, jenen Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen. Erstmal den Kollegen hier abbrechen. Auf das er sie dem Menschen wieder. Adanos sei mit dir. Wer bist Grüß du? Dich. Ich bin Vatras, ein Diener des Adanos, des Behüters des göttlichen und weltlichen Gleichgewichts. Was kann ich für dich tun? Ja, komm. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Kavalorn hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Er sagt, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Also willst du dich uns anschließen, mein Sohn? Es ist wirklich immer einfacher, wenn man irgendwie da mitarbeitet mit denen. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Lol. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ist ja lustig. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Im Übrigen hat der den Brief geöffnet. Ne? Also versiegelten Brief gegeben. Man kann den aber auch selber lesen, dann ist dieses Siegel offen. Das weiß man noch nicht, aber wenn man den dann im Brief gibt, sagt er so, also das Siegel ist ja schon geöffnet gewesen. Ne? Und dann gibt es irgendwie voll Stress, glaube ich. Ich weiß nicht genau, warum man ihm hier verheimlichen kann, dass es von Kavalorn kommt. Aber ist schon gut, wenn man dem was sagt, glaube ich. Von Kavalorn, dem Jäger. Kavalorn? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalorns Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Ja. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Hab ich gerade... Ach komm. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Dann hast du ja schon die erste Bedingung dazu erfüllt. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dich vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. Was willst du wissen? Nun, du könntest mir erzählen, wo du herkommst und warum du in die Stadt gekommen bist. Ich komme mit einer wichtigen Botschaft für den Anführer der Paladine. Was ist das für eine Botschaft? Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Führung von Drachen, um das Land zu erobern. Drachen? Du sprichst von Wesen, die bisher nur in Sagen Erwähnung finden. Woher weißt du das? Jetzt halt die Frage, Xardas hat halt gesagt, dass wir ihn nicht erwähnen sollen. Ganz besonders vor denen, glaube ich, nicht. Und deswegen machen wir das auch. Wir haben halt erstmal eigentlich keinen Grund aus objektiver Sicht, das nicht zu tun. Es wäre halt lustig, ne? Aber nee, machen wir nicht. Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Aha. Und deshalb hast du dich auf den Weg gemacht. Wer bist du eigentlich? Ich bin ein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Korinnes. Gut. Fassen wir mal zusammen. Du bist ein ehemaliger Gefangener, der irgendwo aufgeschnappt hat, dass Drachen gekommen sind, um das Land zu erobern. Und du bist gekommen, um den Paladinen davon zu berichten. Ich glaube, du verschweigst mir etwas. Falls du Sorge haben solltest, dass ich das, was du mir erzählst, weitergebe, so kann ich dich beruhigen. Ich habe geschworen, alle Geheimnisse, die mir anvertraut wurden, für mich zu behalten. Und was ist mit den ganzen Leuten hier? Sie verstehen nur die Hälfte von dem, was ich ihnen predige. Mach dir also keine Sorgen. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Was ist das für eine Botschaft? Hm.
Während wir reden, sammelt sich eine große Armee unter der Wenn das tatsächlich wahr ist, wird das Gleichgewicht der Erde gestört.